So, weil ich ja mit Burial Chambers so erfolgreich war, also sprich einmal abgebrochen, einmal gestorben, will ich diesmal. Mit dem Burial Chambers, das schon gedingst ist, es probieren. Ja. I tried. Because only if I tried, I would get the result. Also, Burial Chambers bis jetzt wirklich negativ. Slab negativ, zweimal gestorben. Lab, okay. Ich bin noch nicht bereit für tiefe Impact. Aber das Slab war wirklich fies. Boah, ich habe meine ganzen Sachen noch gar nicht. Das Slab war, also das End-Lab-Fight gegen Izamo war unverhältnismäßig gemein. Oh, was jammer ich. Nee, ich jammer, weil ich's kann. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal, ob der Boss oder die Bossin, wie das so extrem ist, wie sie vorhin war. Oder ob es überhaupt eine Chance besteht, dass man nicht durchstirbt. Das würde mir ja schon reichen. Ja, ich habe jetzt kaum hier XP gemacht. Sterbe ich mich halt durch. Aber das war ja vorhin gar nicht möglich. Die hat ja zugeschlagen in einem Staccato. Macht diese Bodendinger, die dich instant gekillt haben. Schießt irgendwelche weißen Dingis. Da war keine Möglichkeit, sich durchzustellen. Und ja, Lucnes hat hier besondere Mechaniken eingeführt. Das heißt, die wollen halt auch nicht, dass man sich durchstirbt. Aber ich will mich durchsterben. Verdammt nochmal. Ich will Burial Chambers den Scheißpunkt kriegen, damit ich meine Map Sustain verbessern kann. Die Frage ist, warum räume ich jetzt hier so ordentlich auf, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich ja eh wieder sterbe beim Boss? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich genau diesen Orb of Alteration haben wollte. Gut. Jetzt wäre ich froh, wenn ich nochmal ein Labyrinth Trial kriege. Wie ist denn das? Ist denn am selben Tag die Konstellation genau dieselbe? Sprich, ist der Boss wieder in so einer fiesen Endstation? Oder ist da Zufall dabei? Ich werde eh heute keinen Trial kriegen. Wow, was ist das denn? Das ist ja mal was. Muttering Essence. Na dann machen wir die mal schnell. In dem nochmal 15 Dinger hin. Shield so gut wie aufgebraucht. Aber da ist es auch schon zusammen mit einem Armorers-Ding. Schießt einmal ein Fireball so früh auf mich drauf, dass ich das Gefühl habe, er hat's auf mich abgesehen. Oh mein. Thank you.
Spider Lair. Tier 4? Ja, besser als. Aber egal. Mein neuer Wand. Oder auch nicht. Neues Helmet. Relativ viele Drops. Na dann. Die 3%. Nimmt uns die der Boss wieder. Oder haben wir diesmal den Boss, der einigermaßen akzeptabel ist? Ach, die bewegt sich schon jetzt wieder so schnell. Mein Banks ist nicht da. Ich habe eigentlich noch nichts so richtig auf sie drauflegen können, weil sie so schnell an mir dran ist, dass ich nicht weiß. Ich. Ja, nee, und jetzt ist der schon wieder Scheißdreck. Ja. Laufe, laufe, laufe. Kaste, kaste, kaste. Laufe, laufe, laufe. Kaste, 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 tot. Gut. War zu erwarten, aber ich habe sie relativ runtergekriegt. Bis zum D, sage ich jetzt mal, ja. Das ist schon wieder an. Hier mit diesem Staccato-Ding sie. Dann gehen wir da jetzt rein und machen ihr denn mir den Rest. Hm? Ist das Problem. Wenn ich frisch reinkomme, dann ist es gleich vorbei, also dann habe ich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Warum? Na? Nee, die ist einfach nicht machbar. Ich glaube, ich erspare mir das jetzt. Das ist einfach Schwachsinn. Hallo. Habe ich schon gesagt, dass es einfach Schwachsinn ist? Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass es einfach Schwachsinn ist. 4765. 3900. Ja, ich lasse das in die Tasche. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Rien ne va plus. Alles negativ, alles kacke. Bis dann. Ciao.